Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von mir. Ich freue mich, dich als Zuschauer wieder bei mir auf meinem Video begrüßen zu dürfen. Heute habe ich euch von Pico die Artikel Nummer 40201 mitgebracht. Wie ihr bereits in einem meiner Auspackvideos der Intermodellbau gesehen habt. Zum Vorbild des Talents 2. Die Deutsche Bahn hat vom Talent 2 insgesamt 325 Stück bestellt in verschiedenen Ausführungen. Die Triebwagen sind insgesamt 160 km/h schnell und werden sowohl als S-Bahn oder als Regionalbahn sowie als Regionalexpress eingesetzt. Die Firma Bombardier bietet den Triebwagen in der sogenannten Modulbauweise an. Das heißt, dass jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen, das diesen Triebwagen besorgt, den sogar noch nachträglich ändern lassen kann. Sei es die Innenausstattung, die Bestuhlung, die Anzeigetafeln und. Sowie auch hier die Türen, sobald man... Man kann sich auch bei der Firma Bombardier die Türen einsetzen lassen, je nach Wunsch. Es gibt einmal, so wie bei meiner Version, dass pro Wagen eine Tür nur vorhanden ist oder bei den S-Bahnen, dass zwei Türen vorhanden sind. Das heißt, hier hinten würde auch nochmal jeweils eine Tür reinkommen und die wäre ein Stückchen weiter verschoben. Man kann auch die Einstiegshöhe der einzelnen Wagen entscheiden. So, nun kommen wir wieder zum Modell zurück. Es ist mein erstes Modell der Firma Pico und mein erster Triebwagen mit zwei Motoren. Das heißt, Pico hat hier so wie hier jeweils einen Motor verbaut. Den Triebwagen kann man bei der Firma Pico genauso wie im Original in der zweiteiligen, in der dreiteiligen, in der vierteiligen und wie bei mir in der fünfteiligen Version bestellen. Bei mir ist das diesmal die Franken-Thüringen-Bahn bzw. der Franken-Thüringen-Express. Damit ihr ein bisschen was mehr vom Modell seht, öffne ich jetzt die Verpackung. Ich hoffe, ihr kennt doch was. Das Modell ist hier über eine leitende steckende Verbindung gekoppelt. Da der Wagen bzw. der Triebzug an allen Achsen eine Stromaufnahme besitzt. Laut meiner ersten Information. Dass Pico zu dem Zug auch eine Kuppelanleitung reinlegt, finde ich ziemlich gut, da es ziemlich schwierig aussieht auf dem ersten Blick, den Zug überhaupt zu kuppeln, da der Mittelwagen bzw. die Endwagen vier Nasen haben, die einrasten müssen, also pro Wagen vier Nasen und die müssen ineinander einrasten. Und was mir auf dem kleinen Weg zwischen der Aufgleisstelle und meinem kleinen Bahnhof aufgefallen ist, dass der Zug auch eine komplette Innenbeleuchtung besitzt, was ebenfalls nicht auf der Verpackung draufsteht. Und so nun kommen wir zum Fahrverhalten. Ich habe jetzt keine Videoleuchte an und ich hoffe, ihr erkennt die Innenbeleuchtung. Thank you.
So, nun gehen wir weiter ins Detail von dem Triebzug. In meinen Augen hat Pico da eine Glanzleistung hingelegt. Für den Preis, den man beim Bahnshop bezahlt, für den fünfteiligen Zug, klingt zwar etwas viel, das ist ja auch etwas viel für den kleinen Hobby-Eisenbahner, aber die 140 Euro beim Bahnshop lohnen sich echt. Pico hat den Zug übrigens mit einem UVP, also einer unverbindlichen Preisempfehlung von über 200 Euro drin. Und das nur bei dem zweiteiligen. Der fünfteilige liegt natürlich dementsprechend auch höher. Das Modell bzw. der Triebwagen ist sauber bedruckt, also zumindest in meinen Augen. Man erkennt alle Feinheiten, dass auch eine Innenbeleuchtung eingebaut ist, obwohl es nicht draufsteht. Er gibt nochmal ein paar Pluspunkte. Das Modell an sich hat eine LED-Spitzen- sowie Schlussbeleuchtung, so wie ihr das auch garantiert schon gesehen habt. Das Fahrverhalten, wie ihr bereits gesehen habt, ist ziemlich gut. Aufgrund der Stromabnahme an allen Achsen ist natürlich das Fahrverhalten selbst bei etwas dreckigeren Gleisen sehr gut. Den Weichentest bzw. Doppelkreuzungsweichentest wie bei den ganzen anderen Loks kann ich mit dem Triebwagen leider nicht durchführen, da das Gleis, wo die Loks eigentlich mal rauskommen, viel kürzer ist wie der ganze Triebwagen selbst, und daher habe ich mir etwas anderes überlegt. Viele haben wahrscheinlich schon gesehen, dass die Weiche umgestellt ist, da normalerweise mein ganz normaler Zugverlauf nach links abgehend ist, hier geradeaus, entweder je nach rechts oder dementsprechend geradeaus. Jetzt verfolgen wir mal kurz die Strecke. Hier ist nämlich so mein kleiner Abstellbahnhof. Und dann geht es hier zur Doppelkreuzungsweiche. Und das ist wie im Video auch die andere Weiche, die man öfters mal sieht. So, und deswegen war ich hinten auf diesen beiden Gleisen, die fast parallel laufen, zumindest hinten auf dem kleinen Stück, ziemlich selten fahre, werden die auch nur ziemlich selten sauber gemacht. Nur dementsprechend, wenn ich fahre. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, dadurch, dass ich jetzt die gute Stromaufnahme testen möchte, werde ich den Zug hierher fahren lassen. Und dann sind hier direkt zwei Weichen hintereinander. Die zwei Weichen haben natürlich den Nachteil, dass die zwei stromlose Stücke da drin haben werden. Und ich euch zeigen möchte, dass das mit dem langen Zug wunderbar funktioniert. Mit kleinen Lokomotiven habe ich hier auf jeden Fall schon meine Probleme. Da hier zwischen den beiden Weichen kaum Strom herrscht, bleiben die meisten Loks genau dazwischen stehen. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu viel geredet und ich würde den Zug jetzt mal starten. Und ich hoffe, man sieht jetzt die Innenbeleuchtung auch ein bisschen besser. Wie man sieht, fährt der Zug ohne Probleme über die Gleise drüber. Und hier wären wir auch schon wieder in meinem Bahnhof. So, ich hoffe, das kleine Video zum Talent 2 von Pico hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Entschuldigt auch bitte ab und zu meine kleinen Sprachfehler, aber ich schreibe mir die Texte, die ich rede, nicht auf. Ich rede alles frei Schnauze. Ich wünsche mir, dass ich euch demnächst auf meinen neuen Videos, die in den nächsten paar Tagen kommen werden, auch wieder begrüßen zu dürfen. Und
teilt mein Abo, gebt einen Kommentar ab, auch unter den anderen Videos. Schaut sie euch an. Ich habe auf jeden Fall mehr Videos in Spur N auf meinem Kanal. Wie mein Kanalname auch schon sagt, 9mm für Spur N. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.